Mein Liebster. Im Spiegel zeichnet sich ein Abbild dessen, was Erinnerungen ausmacht. Die Schatten jener, die wir als Hinterbliebene skizzieren, bleiben mit einem Lächeln im Herzen. Und wie bei dem Augenblick, in dieser sternenklaren Nacht, bleibt meine Begierde, bei dir zu sein, mit dir zu leben. Gib das wunderbare Lächeln niemals auf. Genau dies, welches mich am Leben hält, mich stets an deine Liebe und Freundschaft erinnert. Mich trägt, mich leitet und um mich weint. Ich bin die Kraft, die dich umgibt. Sei behutsam und vorsichtig in der kommenden Zeit. Ich werde es für dich sein. Das ist mein Versprechen. Und wieder stand ganz am Anfang diese Idee. Zwischen damals und jetzt liegen nun 5 große Städte, über 1000 Fahrzeuge und nochmal so viele Menschen. Um genau diese geht es hier auch. Es geht um jene, die einst vor einer Entscheidung standen und sich für die Alternative entschieden haben. Verzeiht, dass dies kein gewöhnlicher Film über Fahrzeuge ist. We ride the streets. Was genau dieser Titel aussagen soll, ist selbst über dieses Medium nur schwer zu kommunizieren. Vielleicht aber dient dieser Film als Inspiration dafür, was es sein könnte. Thank you.
Angefangen hat die ganze Geschichte vor rund 3 Jahren. Ich habe mich aus dem Hobby heraus selbstständig gemacht mit dem Importieren. Also ich habe mir den ersten Wagen mal importiert aus Japan. Hat Spaß gemacht, habe die Kontakte geknüpft in Japan. Man lernt die Leute dort kennen, unterhält sich ein bisschen mit denen über die ganze Szene. Selbst, wie einige vielleicht kennen, fahren Nissan Silvia PS 13, hat knapp 400 PS. Motor wurde jetzt nicht viel selbst dran gemacht, aber rumherum halt habe ich alles gemacht. Das heißt, vom Turbolader über die Einspritzdüsen, die Nockenwellen, Nockenwellenräder, Steuergerät, das Mapping, alles drum und dran halt. Auf 1200 Kilo kann man schon Spaß mit haben. Bei mir bekommt ihr, wie gesagt, alles halt, was das Herz begehrt. Sei es ein Import, sei es aber auch das Tuning selbst, wie beispielsweise an meinem eigenen Fahrzeug. Also ihr könnt mir da gerne sagen, was ihr haben möchtet. Und ich erlege das im Prinzip für euch. Das ist kein Problem. Ich importiere exotische Sportfahrzeuge, vom Nissan Skyline über Supra bis hin zum TVR, Noble, Ariel Atom. Ich bin über die Jahre immer wieder mit meinen Fahrzeugen zu Chris von RAD Speedmaster gekommen bezüglich TÜV-Abnahme und Eintragung, weil er einfach darauf spezialisiert ist, weil er die Gutachten dafür hat. Und ich wusste, dass ich da wirklich vernünftig und legal das Fahrzeug auf die Straße bringen kann. Ja, man hat sich natürlich unterhalten und sich kennengelernt und aus dem Ganzen wurde dann auch irgendwann eine gute Freundschaft. Ja, also die Grundidee war einfach gewesen, dem Kunden erheblichen Zeit- und Geldaufwand zu ersparen, indem man alle Schritte vom Import über Überführung, Umbau und Zulassung schließlich in einem Haus erledigt. Das heißt, du wirst in unserem Fahrzeugangebot keine halben Sachen finden, sondern immer Fahrzeuge, die im tadellosen Zustand sind, natürlich rostfrei, die technisch 1A sind und die so von der Aufmachung her wirklich einzigartig sind auf dem deutschen Markt. Wir sind der offizielle Vertrieb von der Firma JM Imports UK. Das ist eine weltweit agierende Importfirma, die auch sehr weitreichende Kontakte hat, bis sogar nach Dubai.
Und dadurch, dass wir solche Fahrzeuge schon prüfen gelassen haben, ist es uns möglich, die Fahrzeuge zulassungsfertig auf dem deutschen Markt auch anzubieten. Und ich möchte meiner Freundin dafür danken, dass sie das Autogeschäft erträgt, die Leidenschaft mit mir teilt und selber in Skyline fährt. Und noch immer sitzen wir hier, bestaunen, was wir nicht in Worte fassen können, verfolgen, was wir nicht einholen können, und doch lässt es sich mit einem Wort beschreiben: Unvernunft. Was ist die Alternative? Was ist, wenn wir alle Definitionen streichen müssen, um neu zu bestimmen, wer oder was wir sind? Nein, das Rad wurde nicht neu erfunden, aber gewiss ein Teil der Rundung, die sich aktuell schneller zu drehen scheint als die Erde an einem Tag. Mit einer Fläche von 891,85 Quadratkilometer, die nicht nur größte, sondern auch die einflussreichste Metropole auf dem Plan. Hier wurde und wird Geschichte geschrieben, heute noch. Innerhalb von 3 Tagen wurde die Szene mobilisiert. Die Bundesstraße 1 ist der vielleicht bekannteste Schauplatz der Szene in Deutschland. Wer diese Stadt versucht, in eine Zwangsjacke voller Vorurteile zu stecken, sollte sich der Gegenwart hinterfragen. Zeitgemäß ist hier nicht viel. Zeitnah, aber alles. Let's go! Oh.
habe ich zufällig Honda-Embleme in Gold, 24 Karat bekommen, recht günstig. Als dann Candy rot war, habe ich die Embleme rangehalten und dann war es halt vorbei. Auf Japaner bin ich gekommen, eigentlich ein, ja, mein Vater fährt halt schon immer Japaner, meine Schwiegereltern waren schon immer Honda. Und ich habe damals, als ich mein erstes Auto gekauft habe, habe ich eigentlich bloß gedacht, ich brauche irgendein Auto zum Fahren, war überhaupt nicht autobegeistert. Ja, und dann meinte meine Frau, meine Eltern haben mal ein Prolet gefahren, der hat ihr relativ gut gefallen und dann, naja, dann guckt man sich nach Autos um, wenn man ein Auto sucht und dann stand, sah ich dann Auto, den Arsch so aus der Parklücke rauskommt und dachte mir, was ist das? Ja, dann gehe ich hin, was war ein Honda Prelude. Dann dachte ich mir, okay, nach Hause, ich guck, was kosten die Dinger. Einen gekauft, im Originalzustand halt komplett. Eine Menge dran gemacht, 3 Jahre ins Cent investiert. Ja, wurde halt Candy Rot lackiert, Chrom Candy Rot. Viele Teile 24 Grad vergolden lassen. Ich grüße meine Frau. Und danke ihr für das ganze Verständnis, was sie hat, weil manchmal ist es bestimmt echt nervig, dass es immer nur ums Auto geht. Ja, dass man zweimal die Woche weg ist, Auto waschen, immer mit den Jungs Auto fahren, nur Auto. Danke dafür. Stegemann. Da lang. Links? Dann. Oder? Ah. Ankunft, Ziel auf der rechten Seite. Nee. Schlings, da steht nämlich schon das MPS. Boah, oder? Oh. Ah, es ist. Warte. Los, los. Was läuft denn? Oh mein. Hi. Hi. Also wir sind spezialisiert auf den Import und Tuning von japanischen Sportwagen. Also hauptsächlich von Nissan Skyline, wie man hier sieht, Hintergrund. Und ja, wir haben eigentlich die ganze Bandbreite zu bieten. Ja, eigentlich ist es vom Hobby zum Beruf geworden. Wir sind damals in Dubai das erste Mal mit dem Skyline mitgefahren mit 800 PS Leistung und waren so fasziniert von dem Auto, dass wir eigentlich ein Jahr später nach Dubai wieder geflogen sind und den ersten 33er GTR importiert haben. Ja. Und da die Zulassung und die deutsche, ja, ihn fit zu machen für den deutschen Straßenverkehr so kompliziert war, haben wir gesagt, daraus können wir ein Geschäft machen und daraus ist eigentlich die Selbstständigkeit entstanden. Wir haben uns eine S13 gekauft und wollten eigentlich Nordschleife mit der S13 fahren. Und da die CA-Motoren halt nicht so für Haltbarkeit bekannt sind, haben wir uns entschieden, den CA gegen RB26 auszutauschen und sind dann halt mit dem S13 die ersten Events gefahren und haben damit eigentlich geübt, was eigentlich viel zu schade war, aber hat uns einen ziemlich großen Vorteil gebracht. Haben wir große Glück gehabt, wir konnten hier in der Nähe ein Kasernengelände anmieten und konnten da eigentlich machen, was wir wollten. Durch die vielen nassen Tage war es dann möglich, mit Sierras im Grunde da zu üben, um Twin Battles zu üben. Dann fährt man die teuren Autos nicht kaputt, also kauft man sich für 50 Euro, sag ich mal, einen Sierra, der noch fährt. Differential hinten zugeschweißt und dann wirklich mit 5 Autos auf dem abgesperrten Gelände konnten wir dann gut üben. Was für uns natürlich auch ein Riesenvorteil ist, was man am Anfang der Saison auch direkt gemerkt hat. Also das war ein Riesenvorteil, dass wir diese Möglichkeit eigentlich hatten.
sagen, weil wir halt jetzt, wir haben relativ viele Kunden mittlerweile, viele Autos hier auf dem Hof stehen und dafür wurde die kleine, andere Werkstatt halt zu klein und man hatte immer das Problem, ein Auto stockt, steht auf der Bühne, man kriegt es nicht runter, weil ein anderes wieder im Weg steht und dann denke ich, kommen wir hier in dieser Werkstatt wesentlich besser auch voran und können die Termine dann auch besser halten. Ja. Geht nicht leer. Alter, der hat 8 Stunden Gefahr oder 9 Stunden am Steg hat die geflinkt. Klar, mal fortschließen. Wir haben schon ein Kabel. Hä? Haben ja ein Kabel? Ja. Wir machen erstmal an mit.
man hat alle zusammen haben gemeinsam irgendwo auch eine Vision, die angefangen hat, irgendwann mal so eine Flamme, die aus einer Glut entstanden ist. Hey, wenn wir das können, vielleicht können wir noch mehr. Hey, vielleicht können wir noch mehr. Und so entsteht eine Vision draus. Und das Team Drift Brothers ist viel mehr als nur die zwei Fahrer. Um nochmal das ganze Ausmaß dieses Autosalats darzustellen. Von vorne angefangen. Skyline. Galant. BMW. Hinten der Pickup-Umbau, Achsen vom S14, also vom 240 SX. Vorne unter der Motorhaube haben wir noch was für Bauteile? VW, Toyota. Wir haben Toyota Elektronikteile drin. Ja, also so circa 5-6 verschiedene Autos sind da reingebaut. Also wir haben das Ding nicht einmal gebaut, sondern wir haben das Ding mittlerweile leider zweimal gebaut. Letztes Jahr, nachdem es einigermaßen fertig war, hat uns in Hockenheim, Juno Grand Prix, ein ausländischer Fahrer, der die Streckenführung nicht verstanden hat, außerhalb von der Driftstrecke das Auto zum Moos gefahren und auf den Müll angefangen, was relativ ärgerlich war. Ja, aber deswegen kennen wir es jetzt umso besser. Beispiel oder eine Geschichte, direkt erstes Rennen. Wir sind mit beiden Autos dort gewesen, das allererste Rennen. Es war schon relativ anstrengend bis dahin. Wir waren dort, waren echt froh, die Autos sahen so aus, wie sie aussehen, das Zelt hat gepasst und alles war wunderbar. Und dann geht uns der Motor hier im ersten Trainingslauf direkt kaputt, also kapitaler Motorschaden. Und keiner von uns hat auch nur eine Sekunde dran gedacht, dass wir jetzt das Auto stehen lassen und nichts machen, sondern losgefahren, anderen Motor geholt, die Leute den Motor schon ausgebaut, der andere kam nachts an, wir haben dann wieder eingebaut und sind am nächsten Tag wieder raus auf die Strecke. Innerhalb von 24 Stunden das Ganze. Genau, und das auf 5 Minuten genau zum Qualifying. Und da waren, glaube ich, das ganze Team dabei und auch die Nicht-Techniker waren dabei und haben irgendwie geholfen. Und als das Auto wieder auf der Strecke war, ich habe jetzt gerade im Moment schon wieder Gänsehaut, da war das ganze Team einfach so begeistert, das wieder zu sehen, dass wir das wieder geschafft haben. Und das ist einfach so ein Ding. Da waren die Freundinnen von unseren Mechanikern dabei, die haben auch noch geholfen. Die waren die ganze Nacht dort in dieser Scheune, wo wir den Motor gewechselt haben. Und ganz genau das ist, glaube ich, die Begeisterung, die uns alle treibt. Einfach, ja, das muss nicht das Fahren sein. Also ich bin ja das Fahrzeug auch nicht gefahren, ich stand auch daneben. Und das ist nur das Endergebnis von ganz, ganz viel, was da passiert ist. Und wenn man dann sieht, okay, das Ding fährt und das Ding fährt gut und den Leuten gefällt es, dann ist es nicht nur für uns Fahrer geil, wir kriegen das nicht mal so wirklich mit, wie die Reaktion dann auch von draußen ist, sondern auch für die, die eben an diesem ganzen Projekt mitarbeiten. Alle stecken was rein und alle haben quasi dieses Bild, was sie gerne erreichen möchten. Es ist wie so ein Baby für uns alle schon geworden. Das gedeiht und wächst und hier noch eine Kooperation und da noch vielleicht irgendwie ein kleines Erfolgserlebnis. Und es ist diese Freude an der Gestaltung zu sehen, es nimmt Form an, es wird was. Dass die Jungs jetzt im Auto hocken und fahren, das möchte ich ihnen auch gar nicht wegnehmen, weil die fahren wahrscheinlich um einiges besser, als ich es je könnte. Aber ich habe meinen Spaß auf anderen Gebieten des Teams, weil es ist nicht nur einsteigen und fahren, es ist so viel Arbeit dahinter. Und wir arbeiten zusammen, um in erster Linie natürlich den Spaß zu haben und in zweiter Linie auch das Team, sag ich mal, so zu positionieren, dass man die Leute begeistern kann, weil das ist das, worum es geht. Aber auch den Driftsport an sich ein bisschen voranzutreiben in der Art und Weise, wie er außen eine Relevanz hat. Also vielleicht dem Ganzen ein bisschen mehr eine kulturelle Relevanz zu geben, ein bisschen die Fanbase aufzubauen, ein bisschen auszuweiten und dadurch dann letzten Endes auch vielleicht für Sponsoren noch interessanter zu werden. Über die Leistungen, die man erstens mal, die Kompetenzen, die man schon im Team hat,
aber darüber hinaus auch einfach durch eine gesteigerte Fanbase, durch mehr Leute, die wissen, was das Driften ist, die verstehen, was das Emotionale am Driften ist. Weil Driften ist ja nicht nur Autos, die im Kreis fahren. Da steckt noch so viel mehr drin. Es ist Action, es ist Präzision, es hat auch ein Stück weit was Spirituelles, wenn du der Moment, wo das Auto ausbricht und du nicht weißt, oh mein Gott, wo werde ich enden, und die Elementarkräfte sind am Wirken, du hast den Fokus auf den Moment. Und das alles zusammen ist für uns, ja, wie so ein kleines Kind, das auf dem Fahrrad steigt, kaum fahren kann und das Erste, was es tut, ist poppt ein Wheelie, weil es sich an so Kunststücken erfahren möchte. Das ist das Driften und das versuchen wir zu kommunizieren. Und ich denke, es ist auch authentisch, weil wir leben das Zeug auch. Driften ist nichts anderes, als sich an Limits zu erfahren. Es ist die Action der Rock'n'Roll, das trotzige Draufgängertum ewiger Teenager. Und damit man zwischen all den PS und den zerrenden G-Kräften nicht die nächste Mauer küsst, braucht es auch noch Können. Dinge wie Beherrschung des Equipments, Präzision, Technikwissen, die Schnittmenge dieser Gegenpole ist es, was das Driften ausmacht. Battles wie im Boxen und Freiheit wie beim Fliegen. Die ganze Geschichte von RHD Speedmaster. Wir haben uns zur Lebensaufgabe gemacht, die Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, die es so in Deutschland nie gab, um den Leuten einfach das zu ermöglichen, den Fun, was in Japan auf der Straße abgeht, hier auf deutscher Straße nach deutscher Verkehrsordnung zu fahren. 13 Jahre, viele Niederschläge. Ne? Viele Niederschläge, viele Abgasgutachten, durchgefallen, weil irgendwas am Auto nicht geschnitten hat, vielleicht war das Auto zu alt, der Katz kaputt, irgendwelche Probleme. Mittlerweile sind wir wirklich so fit mit dem Abgasgutachten, dass es gar keine Probleme mehr gibt. Die Vorteile bei Überdruckventile, so heißt es ja auf Deutsch, ja, oder bei Luftfilter ist einfach das, dass der TÜV sagt, die können das Abgas verschlechtern. Und wir sind dann hergegangen, haben die Fahrzeuge ins TÜV-Technologiezentrum gebracht, habe die Sache montiert und habe ein Abgasgutachten mit diesen Teilen gefahren. Meistens, also Luftfilter mit Auspuffanlage und ein Überdruckventil, meistens sogar noch ein Ladeluftkühler drauf, und habe das prüfen gelassen vom TÜV und habe dadurch unsere Gutachter erstellen gelassen für die ganzen Teile. Also mein MA2 habe ich damals gekauft mit 19 Jahren, komplett original, mit 14 Zoll Felge, ohne Radio. Unter dem Glaube, dass es kein Tuning-Teil gibt für den. Bis ich im Internet die Firma Erebuni gefunden habe in den USA. Und dann habe ich gesagt, ich muss mir so ein Spoiler-Kit besorgen. Und dann haben wir den MA2 probiert aufzubauen. Und immer mehr Tuning-Teile in den USA gefunden oder in Japan, und die halt importiert und eingebaut.
Irgendwann war ich auf dem Nürburgring mit der Interessengemeinschaft MA2. Da trifft sich, hat sich ganz Europa getroffen, lauter MA2-Fahrer. Die Interessengemeinschaft MA2 hat es geleitet, dieses Treffen. Und ich wollte die ganze Zeit auf der Suche nach mehr Leistung, nachdem der Saugermotor komplett aufgebaut war, mit Nockerwelle etc. Hat er nicht die Leistung gebracht, wo ich erwartet habe, für einen Haufen Geld. 30 PS aus dem Saugertuning, für richtig viel Geld ausgebracht. Und dann hat auf dem Nürburgring einer seinen MA2 zerschossen, ein Engländer. Das erste, was ich gemacht habe, das Ding abgekauft. Von der Interessengemeinschaft MA2 als Leichenflitterer beschimpft worden. Ja, aber ich habe der erste Turbomotor gehabt. Der erste Generation 3 Turbomotor mit 245 PS, den mir dann in den Linksgelenk der MA2 reingebaut habe. Mittlerweile hat er je nach Ladedruck, Straße-Setup ist er mit 410 PS mit Abgasgutachter eingetragen und Renn-Setup hat er 604 PS bei Turbo-Ladedruck. Alles geändert, was man eigentlich ändern kann. Von A bis Z. Problem ist halt, viele große Hersteller sagen einfach, was sollen wir für ein MA2, wo 5000 Stück in Deutschland rumfahren, Gutachter machen lassen. Interessiert uns nicht, wir machen Golf, ja, wir machen einen BMW, einen Dreier, aber für die Japan-Szene bleibt nichts übrig und wir holen uns die Nischenmodelle raus. Deswegen sind wir halt ein bisschen teurer, aber wir wollen unsere Gutachter irgendwann mal wieder bezahlt haben. Um weitere zu machen, ja, damit es weitergeht, damit die Leute legal auf der Straße rumfahren können, das ist uns wichtig. Napoleon kommt. Ja, die Autobahn ist gesperrt. Das weißt du. Ja, gut. Und da darf auch keiner mit dem Auto drauf fahren, das weißt du. Ich gib's aufs Maul, das wisst ihr alle. Wolche. Ne? Ja, die Frage ist dann aber warum? Eine Minute. Warst du mir nicht vor bis zur Haltelinie? Alter, ich sag dir, wer schuld ist, Mann. Ich sag dir, wer schuld ist, dass die Ampel rot ist. Ja. Die und der und der. Und der. Es. Inge, funktioniert das nicht so ganz mit dem Zoom. Ah, jetzt. Das ist sehr jüdisch, ja. Da sind die ersten. Ja, sind sie. Oh, ey, Leute, das ist. Lass erstmal einen packen. Ja, noch beide, oder? Nee, hier. Cool. Ah, Tomek. Ich würde direkt hier hochfahren und da ist eh kein Platz mehr. Vor der Ey, Alter, weißt du, wie viele Autos hier sind? Hammerhart. Die Raststätte stand auch voll. TJ? Ja, die kommen auch noch alle. Ja, wir müssen ja. Wo ist die Autobahn voll? Da ist ja noch Platz. Also, ich sehe hier noch Platz. Würdest du mich bitte wieder anschnallen? Nee. Das ist nicht korrekt so. Manche Leute, Alter. Da sind doch nur ein paar Autos da. Aber. Alter. Ah ja, was geht? Ach du Scheiße. Alter, die Celica ist total geil. Alter, 13 habe ich jetzt gezählt. Naja. Alter, ist das dirty hier. Hat er. Alter, der scheiß Ton ist auf die Kamera jetzt drauf, Mann. Wegen ja, Alter, dann stall dir doch einfach mal an, du Fatzke. TJ. Den mit dem Opel direkt anscheißen? Ja, mach mal. Alter, ey, das sind die 40 Autos, die alle auf der Autobahn gerade scheißen. Das kommt mir in den Film rein. Das war's. Was? Hi, Dominik. Mit allem drum und dran, ne? Ist halb so viel los, also das Format sagt so, guck mal, wir wollen ein bisschen filmen, ne? Zack, alles voll. Aber, sorry. Das sind, glaube ich, die gerade alle von der Autobahn gekommen sind. Ah, Daniel und wie? Ja, scheiße.
DJ, was geht? Ich bin gleich da. Jawohl. Seid ihr gleich da? Ja, jetzt sind wir da. Jo, ich stehe direkt hier. Komm mal durch die Tür durch. Alles klar. Und das sind schon die Bullen. Was? Das sind schon die Bullen. Oh, das geht's doch nicht. Nächstes Problem, die haben vorne die Ausfahrt abgesperrt. Die Bullen. Warum? Warum? Weiß ich nicht. Die sind auf jeden Fall vorne schon Autos am Kontrollieren. Aber ich hätte, ja, ganz vorne direkt, Ausfahrt. Schon wieder, oder? Erzähl. Ich hätte eine Auswahlmöglichkeit, wir könnten zum ADAC in Grevenbruch. Und was geht da? Da ist Platz, da ist halt Privatgelände, Dörfer drauf. Ein Kumpel ist schon da, der hat das gerade mit denen abgeklärt. Bis 22 Uhr haben die offen, aber solange ist nicht jemand da. Also ich denke mal, so bis 9 Uhr ist auf jeden Fall jemand da. Und dann kommen wir hin, jetzt müssen wir nur klären, ob wir hier rauskommen. Ich kläre das. Total geil, oder? Ich kläre das. Machen wir zu. Findest du, ich kläre das auch. Nein. Ich wollte was essen gehen. Bitte im Moment nicht. Warum? Wenn wir im Moment beschäftigt sind, diesen Seen, was dauert noch ein bisschen? Funktioniert im Moment nicht. Wir arbeiten uns durch und so lange müssen wir es geduld. Soll es ein Witz sein? Nein, ich bin im Moment nicht weiter. Gehen Sie zu Ihren Fahrzeugen, die kommen. Haben Sie auch einen Grund für mich? Hier sind illegale Rennen gefahren worden, hier ist wie Schwein gefahren worden und deswegen sind wir jetzt hier. Und es waren auch alle Neugierige, wenn hier irgendeiner nochmal auffällt, ist es anzeigen. Sie sprechen von wir, wo ist Ihr Kollege? Gucken Sie sich um, hier sind jede Menge Kollegen. Wann machen Sie denn die Straße wieder auf? Wenn wir fertig sind. Und ist das? Wenn ihr mich noch länger aufhaltet. Ich war gerade länger dauert. Ich weiß es nicht. Alles klar. Hier stehen jede Menge. Es dauert. Jeder zu seinem Fahrzeug. Dann bist du 300 Euro. Desto schneller geht es. Ganz einfach. Saugeil gestern, war voll die geile Erfahrung. Kannte ich bisher nur aus Filmen. Ja. Und wir haben das alle auch schön festgehalten auf Video. Ah, ganz kurz zum Ablauf hier. Wir spielen hier jetzt ein Treffen. Ja? Da ist Masse drauf. Das ist dasselbe, was ihr die ganze Zeit hier schon gemacht habt. Ja, Autos anschauen, Fotos machen und so weiter, miteinander unterhalten. Wenn ihr mit den Kameras kommen, nicht in die Kamera gucken. Okay? Erfahrungen helfen, selbst Erlebtes in eine Handlung einfließen zu lassen. In Nordrhein-Westfalen erringt man diese wie in keinem anderen Bundesland. Privatgelände, Platzverweise, Vollsperrung eines Rasthofs, Kontrolle aller Fahrzeuge und so weiter. Am Tagebau Grazweiler nahe der holländischen Grenze wollte man einer Gruppe von Fahrzeugliebhabern das Grundrecht der Versammlungsfreiheit mit aller Staatsgewalt nicht gewähren. Just Four ist im Prinzip, größenwahnsinnig gesagt, das deutsche Gegenstück zu Speed Hunters. Wir sind ein nicht kommerzieller Internetblog, bestehend aus derzeit 7 Mitgliedern. Ja, wir berichten über mehrere Events, Veranstaltungen, Treffen, Automuseen, einzelne Car-Features, wo wir glauben, die Autos müssen unbedingt unseren Facebook-Followern vorgestellt werden oder auf unserer Internetseite.
Ja, Schwerpunkte sind ganz klar Driftveranstaltungen und die allgemeine japanische Tuning-Szene. Das fängt an von A wie Aristo bis Z wie Zetto. Alles dabei. Und ja, dazu bieten wir noch unseren Fans ein paar kleine Merchandise-Artikel wie diese Sticker, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt auf irgendwelchen Autos oder T-Shirts. Bedeutet übersetzt benutzt für. Das heißt, wir sind Fans jener Autobesitzer, die ihre Autos auch als für das benutzen, wofür sie gedacht sind. Das heißt zum Beispiel auf der Dragstrecke, Drift-Events, Rennstrecke, ganz egal, Hauptsache benutzen. Nicht einfach in der Garage stehen lassen und auf potenzielle Wertsteigerungen zu hoffen. Also die Autos und deren Besitzer tun uns da doch ein wenig leid. Und unsere Fans fahren ihre Autos in dem Prinzip that's what it's built and used for. Bin eigentlich der, wie sagt man, Initiator. Also der Initiator der Gladbacher Hallenkinder ist aus einem Impuls heraus entstanden, weil ich gemerkt habe, dass wir in einer medienverblödenden Zeit leben und unsere Kinder einfach nur noch mit Playstation, Computer und Fernsehen aufwachsen. Und darum habe ich mich damals entschlossen, als mein 6-jähriger Sohn auch vor dem PC gehangen hat, einfach was ins Leben zu rufen, wo ich mit meinem Sohn Gemeinsamkeiten habe. Das heißt, ich wollte eigentlich der Gedanke, eine Eisenbahn lag sehr nah oder ein anderes Hobby zu suchen. Und dann habe ich mich entschlossen, das, was er am Computer macht, nämlich Autos umbauen und den Spaß an den Autos zu haben, mit ihm zusammen in der Garage aufzuziehen. Und gleichzeitig, was eigentlich die Aufgabe eines Vaters auch ist, meinem Sohn einen gewissen technischen Sachverstand zu vermitteln. Wir nennen uns die Gladbacher Hallenkinder. Und aufgrund der Tatsache, weil Männer sind immer Kinder, nur die Spielzeuge ändern sich. Und dann sind wir halt hingegangen und haben den ehemaligen Güterbahnhof in Reit angemietet. Wobei auch wieder Parallelen sind, weil Güterbahnhof, Zoll und Importfahrzeuge, da kann man einen gewissen Zusammenhang erkennen. Und das ist eigentlich das, wenn man so will, das Geile an der ganzen Geschichte. Also der Moon-CX ist in Zusammenhang gebaut worden, weil ich 2008 nach einer Lösung gesucht habe für ein neues CX-Projekt. Und das ist ein Nachbau von einem originalen CX, wie er damals in der japanischen Rennserie gefahren worden ist. Und es gab Nachbauten in Polen, in Tschechien und in Spanien. Die waren aber nicht als Moon-CX im Eigentlichen zu erkennen. Und darum habe ich einen Freund damals gebeten, mir bei diesem Projekt zu helfen. Und ich wollte das 1:1 umsetzen. Und dieses Auto kann man bei Gran Turismo 2 gewinnen, wenn man da eine Honda Sonderserie fährt. Und bei Gran Turismo 4 kann man über die Nordschleife fahren. Wo wir wieder eine Parallele haben mit dem Computer, weil mein Sohn erlebt in dem Auto aus Gran Turismo 2 die Nordschleife live. Geht es einfach darum, dass ich eine Zeit, wie man auch von dem Platzangebot hier merkt. Also wir haben jetzt hier keine 40 Quadratmeter an einem Stück, wo ein kleines Büroräumchen ist, sondern hier sind viele kleine, wenn man so will, Separés, wo dann jeder an seinem Auto schrauben kann, also was so in Zukunft geplant ist, ne? Mehrere Eingänge. Und da kann jeder dann sein Projekt umsetzen und das dann auch als Gruppe. Und wir haben halt hier auch die Möglichkeit, sich den Frust von der Seele zu quatschen und einfach mal auskotzen zu können. Also auch so kameradschaftlicher Gedanke, der dahinter steht. Teamgeist. Der CRX, der hinter uns steht, ist ein Projekt von meinem Sohn und mir. Und dieser ist ein Projekt von meiner Tochter und mir. Das heißt, irgendwann mal, ich denke mal so in 2-3 Jahren, wird mein Sohn in seinem Auto hinter uns herfahren, während meine Tochter auf dem Beifahrersitz in ihrem Auto sitzt. Und ich bin nur der Glückliche, der damit rumfahren kann.
Vor allem in Osteuropa ist das Driften mehr als nur ein überschauter Kontrollverlust, bei dem ein instabiler Zustand stabil gehalten wird. Die Menschen dort sehen diesen Sport mit anderen Augen. Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass das Volk diesem Sport gar religiös entgegentritt, aber vor allem immer mit höchstem Respekt. Bei übereiltem Hinschauen könnte man meinen, die Menschen wären den Deutschen ein paar Jahre voraus. United Kingdom. Finnország. Finland. Észtország. Estonia. Oroszország. Italy. Lengyelország. Holland. Németország. Germany. És természetesen Magyarország. Relationship with the aggression that the driver uses with the throttle. It's both of them very, very aggressive. Of course, they will get a good score for style. Civic EO6 Coupé mit Turbo. Ich fahre den Wagen schon seit 2001. Ja, seit 2001 hat sich vieles getan. Als damals die Fast and Furious Zeit anfing, habe ich viel auf Fast and Furious gebaut mit Umbaukits aus den Amerika. Und ja, seit das ein bisschen abgeflaut hat, habe ich dann angefangen, das Auto wirklich auf Performance zu bauen. Sprich, es ist eigentlich nichts mehr drin, außer zwei Sitze, ein Lenkrad. Und ein Motor. Also für mich spielt eigentlich in erster Linie keine Rolle, ob es der Japaner ist oder ein deutsches Auto oder Amerikaner. Ich mag eigentlich alle Autos, solange wie sie ordentlich aufgebaut sind. Ich bin bloß bei dem Auto hängen geblieben, weil meine ganze Familie halt Honda immer gefahren ist. Sei es Integra, Accord Type R, NSX oder Civic Type R. Das war eigentlich völlig egal. Und ja, wie das so ist bei Vorbildern, versucht man halt das Gleiche nachzuahmen. Und ich bin halt am Coupé hängen geblieben. Mehr als 377 PS haben wir jetzt realisiert, sage ich mal.
Aber leistungsmäßig werden, also der Lader schafft wohl bis 650 PS. Ausdruck der Grenzenlosigkeit windet sich eine ungeheure Kraft, die mitreißend und fesselnd jene kommerziellen Vorurteile lösen kann. Als Hauptstrom eines Gedanken streichelt sie sanftmütig und bizarr jedes Abbild, das sich ihr in den Weg stellt. Das Reißbrennen stellt sich aber selbst vor zweierlei Besonderheit. Zu einen entsteht hier zweifelsohne eine Gemeinschaft. Hand in Hand treiben wir in der Glut der Leidenschaft auf hoher Sphäre Richtung dem, was uns in Rage versetzt, was unser Blut zum Kochen bringt, Richtung dem Ziel, was unsere persönliche Besessenheit ist. Zum anderen geht es um Pünktlichkeit. Die tausenden Stunden an Schweiß und Blut, die vergossen werden, nur um pünktlich zu diesen zwei Tagen im Jahr fertig zu werden. Den Schlüssel und den Hammer zur Seite zu legen, um endlich zu reflektieren, worum es wirklich geht. Oh.
Reichsrede 2012, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem zweiten Tag. Heute geht es den ganzen Tag rund bei uns, bis auf eine kleine Unterbrechung, wo wir uns zum Speedrift treffen, 16.30 bis 17.30 mitten auf dem Track. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wird ein super Tag, wird eine coole Show. Wir freuen uns jetzt auf die ersten Fahrer, auf die ersten Rift-Taxi-Gäste. Wie gesagt, beim Reisbrennen 2012 geht's gleich richtig rund. Ja. Und wenn ihr noch kein Ticket habt, dann könnt ihr euch hier vorne eins verstehen bei Schumann Racing am Stand. Genießt mal die Perspektive vom Beifahrersitz. Das ist eine super Gelegenheit. Würde ich mir auf jeden Fall geben. Gut, und dann schauen wir, was der Tag heute zu bieten hat. Viel Spaß dabei. Nietzsche schrieb einst: Man muss noch Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern gebären zu können. You can break through this wall. You will find what you are. If you can break down these walls, you will find love. This wall, you will find what you are. If you can break down these walls, you will find love. Du sollst die Augen jetzt wieder öffnen. Sei behutsam und vorsichtig in der kommenden Zeit. Ich werde es für dich sein. Das
ist mein Versprechen. Nach dem Gesehenen ist dies nun ein Appell an die Vorsicht, an die Vernunft und die Wachsamkeit. We ride the streets. To the merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.